Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir die Spin the Wheel Challenge. Ich glaube, sie heißt so. Ich würde sie aber, glaube ich, Glücksrad Challenge nennen, weil es ist ein Glücksrad, das wir drehen werden. Mehrere zumindest. Um einen Sim zu erstellen. Ich habe einige Räder vorbereitet und die werden wir jetzt einfach drehen. Und dann werden wir sehen, was für einen schönen Sim wir hier erstellen können. Und wir fangen natürlich mit der wichtigsten Frage an. Nämlich, ob wir CC benutzen dürfen und welchen CC. Und ich habe ein bisschen Angst, okay. Es ist Alpha geworden. Das finde ich ganz gut, weil ihr wisst, ich mag Alpha sehr gerne, vor allem bei Haaren. Und deswegen, ich hätte mich auch mit den anderen zurechtgegeben. Ist das ein Satz? Sagt man das so? Ich wäre damit zufrieden gewesen, aber so finde ich es natürlich am besten, weil ich da halt einfach die geilsten Haare habe. Dann geht es jetzt weiter damit, was für Haare die Gute haben soll. Und gucken wir mal nach, was sie kriegt. Lange Haare. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, vor allem mit Alpha-Haaren. Weil, naja, Alpha, you know. Die meisten Haare sehr lang. Und die Haarfarbe sieht wie folgt aus. Eine natürliche Farbe. Okay, dann gucken wir uns das erstmal an. Ich habe natürlich sehr, sehr viele Haare. Deswegen muss ich erstmal gucken. Ich habe diesen Sim aus der Galerie. Ich habe nur die Augen ein bisschen geändert, weil ich die ein bisschen komisch fand. Aber ja, also falls ihr fragt, woher sie ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie auch umbenannt ein bisschen, weil ja. Fand den Namen nicht so schön. Ich würde sagen, lange Haare sind so, also so über der Brust ungefähr von der Länge. Also das würde ich jetzt als lange Haare bezeichnen, weil ich hatte auch in dem Rad ja sehr lang drin und das wäre halt dann einfach noch länger als das. Also ich habe mich jetzt, denke ich, für diese Haare entschieden. Die habe ich, glaube ich, neu. Und ich finde die eigentlich sehr cute. So, und vor allem der Braunton. Oder sollen wir den? Der sieht irgendwie schöner aus noch. Dann nehmen wir den. Das nehmen wir. Aber dann würde ich die Augenbrauen schon mal ändern. Weil ich weiß noch nicht in was, aber ich würde die gerne ändern, weil schwarze Augenbrauen dazu würde ich jetzt nicht unbedingt. Also kann man machen, muss man aber nicht. So geht schon, denke ich. Okay, dann drehen wir mal weiter. Jetzt entscheiden wir, was für eine Körperform der Sim haben wird. Sie kriegt Kurven. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also sie kriegt ein bisschen mehr Hüfte. Das geht noch ein bisschen schlanker hier. Pebbles. Und Boobies. Ich denke, das ist schon ganz gut an Kurven. Man könnte vielleicht noch ein bisschen die Oberschenkel breiter machen, aber das sieht doch schon gar nicht mal schlecht aus hier. Da sagt man nicht nein. Jetzt entscheiden wir, was für eine Hautfarbe sie bekommt. Okay, sie will ein sehr, sehr heller Sim. Würde ich einfach das nehmen, weil das ist halt schon sehr, sehr hell und es ist halt trotzdem noch realistisch. Deswegen, yes. Dann entscheiden wir, was für Skin-Details ich ihr gebe. Und yes. Sie kriegt Dimples. Ach, leider keine Lashes. Das ist ein bisschen sad, aber wir werden es heute einfach mal überleben. Meine Dimples sind ja auch einfach super cute, ne? Da kannst du halt einfach mal nichts sagen. Hier sind sie. Süß. Gefällt mir richtig gut. Dann entscheiden wir jetzt, was für einen Kleidungsstil sie haben wird. Sie wird ein sehr sportliches Girl. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da habe ich nämlich ja sehr geile Sachen. Und da müssen wir natürlich auch entscheiden, ob sie dann Rock oder so halt, ne? In welchen Kombinationen wir das haben sollen. Und sie soll Oberteil mit Rock kriegen. Als sportliches Outfit. Das kriegt man bestimmt hin. Aber es ist natürlich schon schwerer, weil es halt einfach mit Rock ist, so, you know. Aber wir werden dazu schon was finden. Muss ich mir erstmal meine Röcke angucken, die ich so habe. Und es muss halt Alpha CC sein. Bestenfalls, aber ich weiß gar nicht, ob ich Alpha CC Röcke habe. Sieht tatsächlich nicht so gut aus. Deswegen nehme ich einfach irgendeinen Rock. Genau, weil ich meine, ich habe keinen Alpha CC Rock, deswegen. Außer jetzt, ich weiß nicht, ob das als Alpha durchgeht, sonst. Die vielleicht. Das ist vielleicht auch sogar noch recht sportlich. Ich glaube, dann würde ich einfach halt das so nehmen. Ja, dieser dazu. Der ist von Ellie Simple. Also es ist definitiv Alpha CC. Auch wenn es sich unbedingt danach aussieht. Aber ja, das kann man schon mal machen, oder? Und dann einfach die dazu. Sieht auf jeden Fall geil aus.
Also ich bin tatsächlich Fan. Hätte nicht gedacht, dass es dann doch so echt sportlich aussehen kann. Also dafür, dass es halt ein Rock ist, weil Rock ist halt meistens eher nicht so das, was halt sehr sportlich ist, so, you know? So, ich meine, kann man schon machen, aber im Normalfall nutzen die meisten jetzt ja keine Röcke zum Sport machen. Dann gucken wir jetzt, ob sie eine Kopfbedeckung bekommt. Und es wird keine Kopfbedeckung. Das ist auch gut, weil ich glaube, das hätte jetzt zum sportlichen Stil jetzt nicht so gut unbedingt gepasst. Also außer vielleicht eine Cap. Und jetzt gucken wir, ob sie ein Accessoire für den Kopf bekommt. Und da würde sie eine Brille kriegen. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Ich denke, Sonnenbrillen gehen dann ja auch. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Sonnenbrillen gehen auch, weil, ja, keine Ahnung, es geht halt so am einfachsten und es sieht cool aus. Also bin ich dabei. Dann gucken wir, wo sie ein Tattoo bekommt. Oder ob sie überhaupt eins kriegt. Und sie soll ein Underboob-Tattoo kriegen. Wir gucken natürlich, dass sie das, dass man das halt sieht. So, genau. Also hier habe ich auf jeden Fall welche. Sieht man das denn? Würde man sogar sehen. Ich guck mal, ob ich noch mehr habe. Vielleicht dann auch diese hier. Gibt es da denn auch welche, die man sehen würde? Also das hier würde man bestimmt sehen. Ich glaube, ich wäre sogar mehr Fan von dem hier. Würden wir das hier nehmen? Geil. Das gefällt mir richtig gut. Nice. Sieht vor allem auch mal einfach mal so einen Stil, den ich normalerweise nicht geben würde. Und das ist halt einfach so, das liebe ich halt an sowas, wo es halt Zufall ist. Und jetzt wird entschieden, ob sie da jetzt noch irgendwas drunter zieht. Sie bekommt einfach Socken. Das finde ich okay. In Sportschuhen sollte man schon Socken tragen. Jupp. So einfach kann es gehen, ne? Als nächstes gucken wir, ob sie jetzt noch einen Ring oder eine Jacke oder so kriegt. Was halt so in dem Stuff da so drin ist. Eine Jacke soll es also sein. Das wird jetzt halt ein bisschen schwer, wenn man bedenkt, dass es halt auch sportlich jetzt sein muss, so, ne? Das sieht leider nicht gut aus da drum, weil wenn das gut aussehen würde, dann hätte ich einfach gesagt, oh, wir nehmen einfach die. Aber das geht leider nicht. Das geht leider auch nicht. Das könnte man eventuell noch... Das hier wäre halt sportlich. Aber das glitscht leider ein bisschen. Ist ein bisschen sad, weil die Jacke wäre eigentlich ziemlich passend, so, ne? Sonst wäre ich ja am ehesten noch dafür, dass sie dann einfach die hier nimmt. Ich denke, die passt am ehesten noch zum Thema sportlich von denen, die jetzt funktioniert haben. Deswegen entscheide ich mich dafür. Und zu guter Letzt entscheiden wir natürlich noch über ihr Make-up. Und sie kriegt ein Full-Face-Make-up. Wer kennt es nicht? Nehme ich einfach mal den hier. Ich meine, Lidschatten sieht man ja sowieso nicht so krass. Sowas hier. Und dann gibt es einfach... was macht man denn? Macht man dann einfach ein bisschen Blush? Sollte es ja schon so ein bisschen sehen, ne? Ich habe gesagt, ein bisschen so vielleicht. Sieht halt irgendwie richtig badass aus und irgendwie liebe ich das Hardcore. Ich weiß nicht. Irgendwie hat das hart was. Highlighter? Was habe ich denn noch für Highlighter? Ich hatte noch irgendwas als Highlighter. Ich glaube, das wäre so ihrs dann. Wow. Sie hat auf jeden Fall was Besonderes. Sie ist... Ey, ich finde die eigentlich voll geil. Sie hat was Besonderes auf alle Fälle. Und, ich finde es auf jeden Fall richtig hart geil. Ich bin super zufrieden damit. Ich hatte einfach das überhaupt nicht so erwartet. Aber zeigt mir auf jeden Fall, was ihr von ihr haltet, weil, keine Ahnung, es ist halt, es ist absolut mal was anderes als sonst. Und ja, sie ist schon ein hübsches Girl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.